So, und jetzt fahren wir mal zum Sägewerk. Um zu schauen, ob wir da irgendwas Spannendes finden. Ich glaube, Sägewerk war hier rein. Ja. Genau, beim alten Motel waren wir, also beim Karat Motel waren wir. Wir waren bei der alten Ruine auf zum Sägewerk. Da, nicht falsch geht oder so. Bald können wir auch mal die Serien ausmachen, weil vermutlich wird hier nichts zu warten. Finden wir hier irgendwas? Ada? Okay, hier gibt's wohl nichts. Schade. Ich hoffe, da können wir jetzt hier was ausgraben oder irgendwie Akten finden. Aber scheinbar werden wir hier nicht aktenkundig. Ohne Indizien rumzulaufen, wo wir nicht wissen, wo wir hin müssen. Schwierig. So. Dann lass uns nochmal zu Gavrilovs Versteck fahren. Vielleicht finden wir da nochmal ein bisschen was. War hier. Sie haben was gewonnen? Ein Schneemann? Was? Ich? Moi? Moi? C'est incroyable. Das ist ja ein Wunder. Oder was habe ich hier gewonnen? Markierst du da? Toilettenpapier. Ah. Guck mal. Das sind KGP-Daten. Hinter der Hütte. Ja, aber das war leider alles, was wir hier finden. Nichts zum Ausgraben. Oh je. Lass mal zum Friedhof fahren. Das heißt, wir fahren da jetzt noch ein Stück nach vorne, scheinbar. Oder? Und dann nach rechts.
Über diese Frauengeschichten. Ja, ich und meine Frauengeschichten auch. Ich mag ja meine Frauen sehr. Oh, Gunsling, vielen Dank für deinen Raid. Herzlich willkommen. Ist jetzt auch noch gestreamt. Auch noch weiter gestreamt. Wie geht's euch denn, ihr lieben Menschen? Hi, Robert. Robert, hallo. Guck mal, hier können wir aussteigen, mal schauen. Tut mir sehr leid, wenn du diesen Witz schon 12.000 Mal gehört hast. Aber ja, er musste sein. Genau, kennt ihr denn schon Contraband Police? Hüpf. Schön, dass du hergekoppelt bist. Das freut mich doch sehr. Rocket League noch ein bisschen. Sehr nice. Robert, vielen Dank für deinen Follow und herzlich willkommen bei uns in der Community. Upp. Au. Oh, kannst du mal sterben, dankeschön. Ich glaube, so langsam mal müssten wir unser Fahrzeug doch mal in die Reparatur geben. Weil, das nimmt hier jetzt gerade überhand. Auch wenn er mir jetzt hier nette Angebote macht, der leichten Mensch. Aber ich glaube, das lassen wir dann doch mal lieber. Das ist so nicht ganz mein Flavor. Oh, hat wieder richtig geil, klasse bei Alpha Galli. Servus Rentaro. Warte mal, Rentaro? Ach so, jetzt warte mal. Ich habe jetzt, genau, wir kennen uns noch gar nicht. Ich habe deinen Namen jetzt mit dem Manga-Charakter verwechselt, dessen Manga ich, also wo ich da gerade Manga zulese. Da gibt es den Rentaro. Ins Bett langsam. Schlaf du gut, träum was Schönes. War schön mit dir übrigens auch vorhin hier in Gusgus Duck. Ich hoffe auch du hattest Spaß mit mir. Aha. Aha. Oh yeah. So. Finden wir jetzt hier Zombies? Vermutlich nicht, aber finden wir hier Falschgeld? Genau, in der Spielewelt gibt es Falschgeld zu finden. Super sus hier alles. Genau, ihr kamt gerade perfekt mit dem Raid rein, als wir Falschgeld gefunden hatten, als wir es ausgegraben hatten. Balkadi, von 1 bis 10, wie würdest du das Spiel bewerten bzw. empfehlen? Stehst du auf Papers, Please? Weil dies ist ein sehr guter... das geht hier sehr gut in die Richtung 3D Papers, Please und 3D Papers, Please. Mit mehr Gameplay. Also, ne, du hast halt hier die Fights. Das heißt, du ballerst rum. Du musst deinen Außenposten ausbauen. Du kannst entscheiden, was du an deinem Außenposten verbesserst. Also das ist alles schon sehr, sehr cool. Und ich muss sagen, ich bin von Contraband Police sehr, sehr positiv überrascht. Ich dachte auch schon so, es wird wieder so ein Trash-Simulator sein. Aber der Trash, der hält sich tatsächlich sehr, sehr in Grenzen. Also ich finde sogar gar keinen Trash hier. Das Ganze sieht nur nach Trash aus. Weil einfach die Grafikqualität, seht ihr selber, die ist halt, keine Ahnung, das ist halt nicht super mega high quality. Aber wenn ihr sagt so, Papers, Please war geil, dann, hey, come on, Papers, Please war zwar super feine Pixel-Optik, aber es war halt Pixel-Optik.
Das heißt, wenn ihr sagt, so, oh, 3D, wie viel bin ich jetzt drin? Ich habe jetzt auch erst 3 Stunden gespielt. Wir haben jetzt am, oder ich glaube, gestern haben wir angefangen. Genau, am Freitag haben wir mal zum ersten Mal im Stream reingeschaut. Und genau. Von daher, ich weiß jetzt noch nicht so viel dazu, aber man kann sich auch wie in Papers, Please wieder über Schicksale entscheiden. Also wir hatten vorhin einen, der gesagt hat, hey, bitte, bitte lass mich rein. Ich muss die Schulden abzahlen mit dieser Fahrt. Meine Familie stirbt sonst. Das heißt, wir dürfen jetzt wieder entscheiden, okay, zahlen wir jetzt die 100, also nehmen wir es in Kauf, dass wir jetzt da 100 Dollar oder halt, ne, die Währung, die wir jetzt hier haben, dass wir die jetzt opfern, also den plus halt noch den Gewinn, ne? Normalerweise würden wir 130 Gewinn machen, wenn wir den ordentlich abweisen. Dazu noch die 100 Dollar zahlen, also drauf zahlen noch. Wohin müssen wir jetzt? Wir müssen nach links. Genau, das heißt, also da müssen wir auch wieder entscheiden, ob wir sagen, okay, der Charakter, der darf jetzt weiter. Der soll sich jetzt mal um seine Familie kümmern oder so. So, warte mal, haben wir? Ich glaube, wir haben auch Schmuggelware. Wollen wir kurz schauen. Können wir die jetzt hier in der Polizeistation noch abgeben? Genau, das ist ja eine Contraband Police. Das heißt, wir müssen auch schauen, ob wir Schmuggler haben. Und wenn wir Schmuggler haben, dann können wir natürlich, müssen wir ihre Schmuggelware abnehmen. Wir müssen sie auch finden in dem, in den Fahrzeugen, die wir dann durchsuchen. Und genau, man fährt hier in der Gegend rum. Es gibt so eine Open World. Kann auch sagen, so, mir scheißegal, was die am Grenzposten wollen. Ich gehe nicht hin. Der Grenz, also, aber auch dagegen haben die Spielentwickler was gemacht. Das heißt, wenn man halt nie hingeht, dann bekommt man halt auch kein Geld. Und das Problem ist, der Grenzposten kostet jeden Tag Geld. Und auch die Reparatur jetzt dieses Fahrzeugs, das wird mich jetzt hier mal 50 kosten. Werden wir jetzt gleich machen, aber jetzt lohnt es sich auch, weil unsere Scheibe hier fehlt, unsere Scheibe da fehlt, uns fehlt irgendwie ein Reifen, wurde zerschossen. Die Assis. Alles zerschossen hier. Naja. Genau, von daher, also, es ist sehr viel cooler, als es auf den ersten Blick den, also, ne, auf den ersten Blick so wirkt. Und auf den ersten Blick sieht es halt aus wie so der typische andere Simulator-Bullshit, der hier zuhauf existiert. Ne? Ist ja auch wieder von Playway. Aber hier hat Playway tatsächlich mal was Gutes gebaut. Ne? Also gerade mit Thief Simulator hatten sie auch schon ein sehr, sehr nice Spiel gebaut. Das habe ich fast durchgespielt. Nee, ich hab's durchgespielt. Also Thief Simulator habe ich durchgespielt. Ich habe nur, glaube ich, den kostenlosen Content, der nach dem Ende released wurde, nicht noch weitergespielt. Was macht süchtig? Bei Gali macht das. Genau, falls du dich... Ja, ja, ist okay. Sag mir dann gerne, wie du es gefunden hast. Wenn du insgesamt auch immer gerne neue Spiele siehst, bin ich hier eigentlich fast der perfekte Mensch für dich, weil ich habe in den letzten 6 Jahre über 1000 Spiele hier mittlerweile vorgestellt. Achso, ja, das ist noch der falsche Link. Wait, let me check. Genau, es gibt auch keinen Humble Link, das heißt, ich kann dir nur den Steam Link in den Kopf werfen. Ah ja, und by the way, falls ihr, Servus Sturmgurken, guten Abend, danke für die Infos, immer gerne, sehr, sehr gerne. Genau, falls ihr Thief Simulator auch immer wolltet, es ist gerade tatsächlich um 93% oder 83% runtergesetzt für 3 Euro irgendwas. Also wirklich, dafür würde ich es mir schießen. Weil Thief Simulator hat echt da so dafür, dass es auch wieder so Richtung Janky Simulator geht, hat mir echt viel Spaß gemacht. Genau, 3,31 Euro, weil es um 83% reduziert ist. Das war schon sehr gut. Vorher hast du da gelassen, vielen lieben Dank dafür. Und genau, Sturmgurke auch an dich. Vielen Dank für den Follow und herzlich willkommen bei uns hier in im Game Lab. So, genau, Montag gibt es dann den nächsten Stream, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Ansonsten, YouTube wird es jetzt vermutlich auch ein bisschen exklusiven Content geben, weil nicht genügend Leute... Ach ja, die täglichen Kosten, okay, ich dachte gerade so, oh, das habe ich falsch gemacht. Oben links ist ja jetzt gerade aufgeploppt, so minus 195, ich dachte so, shit, why? But why? Und dann war es aber alles voll okay. So. Genau, die Schrotflintenmunition kann ich einmal hier liegen lassen, weil... Ich schieße gerade keine Schrotflinte. So. Sieht sehr nett hier aus. Vielen, vielen lieben Dank. Ich mag meine Community auch wirklich, wirklich sehr. Ich habe daran, keine Ahnung, wir arbeiten ja, wie gesagt, seit 6 Jahren hier schon dran.
Hallo. Jim, wir hätten dich mitnehmen können. Total vergessen. Wir waren jetzt bei der Polizeistation. Ach nee, wir hätten, hätten ja eh zum Gefängnis damit fahren müssen. Ah, warte mal. Es ist 1 Uhr. Ach so, gut. Wenn es 1 Uhr ist, könnten wir sogar noch losfahren. Ja, komm. Dann bringen wir den jetzt noch ins Gefangenenlager, ins Arbeitslager, damit er auch jetzt in sein neues Bett kommt. Komm. Soll ja hier nicht traurig sein, dass er jetzt hier so rumstehen muss und kein ordentliches Bett hat. Und keine sportliche Betätigung. Ja, wir bringen ihn jetzt zum Steinbruch, ins Arbeitslager. Ach genau, und was ich vorhin noch vergessen habe zu sagen, also wie gesagt, das ist sehr, sehr Papers, Please. Man kann sich auch zwischen den Seiten entscheiden. Wir hatten jetzt schon, und das ist jetzt einfach mal ein bisschen Spoiler, aber na, wenn man Stream schaut, dann ist man ja immer so ein bisschen auf Spoiler gefasst. Was? Ah, schon wieder Gegner. Okay, erstmal nachladen. Und ist da was? So viele Schrotflinten-Leute, wie ich hier bekomme. Genau, by the way, Waffen verschwinden. Was ich ganz okay finde. Weil ansonsten wäre es wirklich viel zu einfach, weil da müsstest du ja nur einen Fight gewinnen, damit du mal irgendwie die ganzen anderen Waffen bekommst. Und das ist ja, kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. Auch wenn es natürlich so eine Gameplay-Mechanik ist, aber ist okay. Hier, du kannst du mal dem netten Herrn bitte aus dem Weg gehen. Das. Ja, ich mach ja schon. Ich muss hier kurz Leichen beseitigen. Das ist nicht mal so eben gemacht. Guck, jetzt kannst du weiterfahren. Alter, wie du. Wenn du mir eine Delle in mein Fahrzeug machst, dann perforiere ich dir aber dein Fahrzeug, du. Welcher Arsch hat mir meine Türe abgefahren? Hier kein Arsch. Aber nach der Grenze Schwarzgeld nehmen. Ja, also vermutlich wird das auch gehen. Was wir auf jeden Fall machen können, ist mit den Leuten, die zu uns fahren, mit denen kann man handeln. Also deswegen habe ich jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, hier Zahnpasta und Kartoffeln im Inventar. Ja. Achso, genau. Und als nettes Bonusding, falls ihr Signal oder Telegram nutzt, als Instant Messenger, habe ich ein Sticker-Pack mit allen meinen Emotes, damit wir quasi schon mal kostenfrei Probe kosten könnt. Falls ihr dann sagt, so, oh, komm, die Twitch-Emotes, die gefallen mir auch sehr gut. Oh ja, also falls ihr irgendwie ein Sticker-Pack noch braucht, mit ganz vielen Red Panda-Emotes, dann Ausrufezeichen Signal oder Ausrufezeichen Telegram in den Chat und dann ploppt da der Link auf. Körnerkissen Katze, mein lieber Bot, würde euch da gerne was geben. Aber mich ärgert das jetzt, was. Ich habe jetzt gerade erst Geld für die Reparatur ausgegeben und jetzt schon hat mir der nächste Vollhorst hier meine Türe abgefahren. Das ist doch lästig. Oh, was? Die Körnerkissen. Oder ist das Stickers? Ah, nein. Es ist vermutlich Stickers, deswegen. Ab ins Gulag, genau. Na, hier. Guck hier, wunderbarer Steinbruch. Voll gechillt. So, hier gibt es auch keine Macke drauf, mit der man sich dann wieder freikämpfen kann. Hier ist einfach, hier bist du dann einfach. Das ist ein Ferienlager. So. Fahren wir jetzt wieder nach Hause. Dann können wir am Grenzposten die nächsten Leute kontrollieren. Mal schauen, ob wir heute eine neue Regel dazu bekommen. Wir haben jetzt irgendwie schon lange keine neue Regel bekommen. Ja. Auch bei mir sind jetzt schon seit paar Tagen die Regel ausgeblieben. Die neuen zumindest. Ich habe Sorge. Camp Rock. Oh. Isabelle.
Es wäre so bad, wenn sie es wirklich drüber schreiben würden. Es wäre voll gut. So, schauen, ob wir nochmal angegriffen werden auf dem Rückweg. Genau, wir hätten übrigens auch durchfahren können, wenn wir gesagt hätten, so doof geschissen. Aber wir kriegen halt für jeden abgewehrten Überfall kriegen wir halt irgendwie 70 Geld. Und ihr wisst ja, man wünscht sich manchmal, man hätte lieber 70 Geld und keine Kinder als keine als 70 Kinder und kein Geld oder so rum. So, sind wir jetzt da. Aber das Gute an der fehlenden Tür ist, wir können jetzt viel besser einparken oder so ähnlich. Sagte er und stieß mit einem Dings gegen die Wand. Ja, mir fehlt jetzt nämlich mein Rückspiegel. Das ist jetzt die perfekte Ausrede. Mir fehlt mein Rückspiegel. Ja, und in Wirklichkeit ist jetzt auch nur einfach, das war jetzt nur für den Easy Access, damit, falls jetzt irgendwie hier jemand durch die Barrikade durchbricht, ich einfach mal schnell hier an den Ding kann. Jonas Brothers, Werte. Oh. Jonas Brothers als Mensch am Mikrofon. Die Lautsprecher durchsagen, so wie wir hier unseren Kommandanten sonst noch was haben. Ja, jetzt haben wir dummerweise so ein Problem. Jetzt müssen wir irgendwie manuell warten. Weil ich glaube, wenn wir jetzt hier schlafen gehen, dann schlafen wir 8 Stunden lang. Kid Rock, oh Gott. Oh, the pain of the Wortwitze. Oh, perfekt, Action. Macht von einem bevorstehenden Angriff der blutigen Faustrebellen auf die Polizeistation.